Ja, liebe Autofreunde, Freitagmorgen, schon der erste Gewitterregen, kurz vor 7:30. Ich hatte doch gedacht, dass es bis am späteren Abend schön bleibt hier in Erzigen. Nichts gewesen, schon wieder Regen, nicht normal. Scheiße. Ja, liebe Autofreunde, ich habe da einen Defekt an meiner Fiona-Seilmaschine. Das Antriebsrad, die Welle ist gebrochen. Bin ich da bei der Robert Abbe AG in Erzigen. Stehen da viele Maschinen rum. Was läuft da weiter beim Bauerhausi? Ja, es ist jetzt bereits, man sieht es nicht, 6 Uhr abends. Ich starte da noch mit Kürbishacken. Das Feld musste ein bisschen abtrocknen. Wir hatten ja da morgen ein leichtes Gewitter. Ich denke, 5 mm hat es gegeben. Und jetzt, wie gesagt, hacke ich da Kürbis. Es ist nicht optimal. Es ist zu nass, zu gehen nachher grobschollig nach dem Hacken, aber ich kann das nicht ändern, ich muss es so machen. Weil das Unkraut sprießt. Es ist jetzt 10:15 Uhr, da zieht ein Unwetter auf und ich bin da noch im Schneckentempo am Kürbishacken. Mit 2 Stundenkilometer fahre ich da Reihe um Reihe ab. Geht da nicht schneller, sonst deckt es mir die Kürbis mit Erde zu. Darum halt langsam und ich fahre, bis da der Regen kommt. Mit Kürbishacken habe ich aufgegeben. Bin ich ganz fertig, der Regen ist noch nicht gekommen. Aber ich muss da noch Kühlschrank einräumen. Es ist jetzt 10:30 Uhr und morgen haben wir hier ein Hochzeitsapero in der Bühne. Und da die 2 Kühlschränke wollen gefüllt sein. Kühlschrank voll. Jetzt 11:45 Uhr. Der Bauerhausi trinkt ein Bier. Prost, YouTuber. And good night. Und jetzt noch Mitternacht die Schweizer Nationalhymne. Aus meinem Citroën Berlingo. Nachher ist aber Feierabend. Jetzt sind wir nicht mehr alleine. Die Briten sind mit uns. Das ist Freitag 24.